Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comeic. In diesem Video geht es einmal mehr um das Thema Kameras, Überwachungskameras, um genau zu sein. Ich habe hier auf meinem Grundstück doch schon einige Kameras verbaut und auf der Suche nach einer Kamera, um die Tiere zu beobachten, bin ich einem Angebot hängen geblieben, und zwar bei diesem hier. Diese Kamera hat kein Kabel, die läuft komplett über einen Akku. Ein halbes Jahr kann das ganze Teil laufen. Die werde ich heute installieren. Das Ganze mit einem Solarpanel noch mit unterstützen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran. Wenn ihr das Teil gewinnen wollt, dann bleibt auch dran. All das seht ihr jetzt hier im Video. Viel Spaß! Für meine Überwachung war ich auf der Suche nach einer Videokamera, die ohne Kabel funktioniert, mit einem Akku, der möglichst lange hält. Die Kamera sollte die Aufnahmen direkt speichern können und idealerweise wollte ich per WLAN oder per Funk auf die Kamera zugreifen können. Fündig geworden bin ich in dieser tollen Kugel hier der Firma Nurio. Nachtsicht, Tageslicht, Flutlicht, Mikrofon, Audio, alles in dieser Kugel enthalten. Perfekt. Die Firma Nurio ist auf mich zugekommen, ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich das Nachfolgemodell dieser Kamera testen möchte, ein Video darüber machen möchte. Die Bedingung, die mir gestellt worden ist, das Ganze muss kurz und knackig werden. Habe ich gesagt, okay, das schaffe ich. Allerdings habe ich auch eine Bedingung an euch. Und zwar möchte ich ein Gewinnspiel machen mit den Modellen, die ihr mir zusendet. Ich möchte das verlosen an meine Zuschauer. Richtig gehört, es gibt ein Gewinnspiel. Ihr seid dabei, wartet bis zum Ende des Videos, da kläre ich das Ganze auf. Neben der Kamera gibt es nämlich ein Hub und ein Solarpanel und eine weitere Kamera zu gewinnen. Es dürfte spannend werden. Die Kamera, die ich hier habe, hat verschiedene Eigenschaften und die lesen sich auf dem Papier richtig klasse. Ich habe einen 5 Megapixel Speicher in der Kamera, eine künstliche Intelligenz, die automatisch erkennt, ob ein Mensch, ein Tier, ein Fahrzeug das Bild betritt und entsprechende Alarme auslöst. Nachtsicht, ich habe einen internen Speicher, 16 GB, der in der Kamera verbaut ist. 180 Tage kann die Kamera ohne autarke Stromzufuhr überleben. 180 Tage Akkulaufzeit, 2 Wege Audio und WLAN ist ebenfalls noch mit integriert. Liest sich auf jeden Fall schon mal klasse. Um das Ganze noch zu toppen, gibt es einen Hub. Mit diesem Hub könnt ihr den Speicher noch einmal erhöhen auf 32 GB und sämtliche Geräte, die von Nurio angeboten werden, vom Temperatursensor, Türkontakten und so weiter, über ein zentrales Gerät steuern. Falls der Akku der Kamera doch nicht ausreichen sollte, gibt es auch noch ein Solarpanel mit dazu, was direkt über USB angeschlossen werden kann, und dann hält das Ganze auch länger als 180 Tage. Die Kamera werde ich auspacken. Sie besteht aus gar nicht so viel Zubehör. Da ist diese Kugel dabei, da ist hinten eine Halterung dabei und ein USB-Kabel. Mehr gibt es gar nicht mit dazu. Ich werde die Kamera anbauen und dann werde ich die ersten Tests durchführen, um euch mal zu zeigen, wie die Bildqualität ist, wie gut die Alarmauslösung ist. Denn ihr wisst, mit meinen 13 Kameras, die ich bereits verbaut habe, bin ich, was die Erfahrung angeht, doch ganz gut unterwegs und kann mir ein Urteil erlauben. Beim Öffnen der Abdeckung, da müsst ihr echt vorsichtig sein. Ich habe das mit einem Schraubendreher aufgehebelt und vielleicht kann man es hier erkennen, das Plastik dabei auch ein wenig zerkratzt. Das Teil hängt wirklich extrem gut in der Box, also das Ganze sollte auf jeden Fall wasserdicht sein. In diesem Nippel ist oben eine kleine Lasche, da kann man mit dem Schraubendreher rein und kann das Ganze rausziehen. Ein wenig Vorsicht ist hier angesagt. Das Solarpanel habe ich jetzt einfach hier oben mit angelegt, die Sonne von dort, und mit dem Anstöpseln des Solarpanels ist die Lampe auch automatisch auf blau umgeschalten, diese hier. Ich vermute mal ganz stark, dass das die Ladelampe ist. Beginnen wir mit dem ersten Test, und zwar: Wie schnell reagiert die Kamera auf Bewegungen? Wie schnell bekomme ich einen Alarm angezeigt? Hierzu habe ich die App geöffnet und bewege mich jetzt einfach mal in das Bild der Kamera hinein. Das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Von der Ecke, dort oben hängt die Kamera, umgehende Meldung, volle Punktzahl. Der erste Test war relativ einfach. Ich habe mich frontal auf die Kamera bewegt und es ihr so recht einfach gemacht, mich zu erkennen. Doch was passiert, wenn ich mich von hinten unter der Kamera hindurch bewege? Die Kamera hat mich recht schnell erkannt
Allerdings habe ich nun keine Alarmauslösung und das Bild wirkt extrem zeitverzögert. Das gefällt mir wiederum gar nicht so gut, denn ich möchte Live-Aufnahmen auch wirklich live sehen und nicht mit einer Verzögerung von 5 Sekunden. Im nächsten Test geht es mir um die Audiofunktion. Wie gut ist das Mikrofon? Wie kräftig ist der Lautsprecher? Zunächst kommt die Aufnahme des Mikrofons. Ich befinde mich direkt unterhalb der Kamera, ungefähr einen Meter entfernt. Jetzt bin ich bei 2 Metern, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter und ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Neben dem Mikrofon hat diese Kamera auch einen Lautsprecher. Es ist ein Zweiwege-Audio. Ich kann mich mit den Menschen vor der Kamera auch unterhalten. Doch hören mich diese Menschen überhaupt? Über die App habe ich die Funktion, einfach auf den Lautsprecher zu klicken und alles, was ich hier sage, hört man auch über den Lautsprecher der Kamera. Inwiefern diese Lautstärke ausreichend ist, ich muss sagen, für die Tür, für den Postboten reicht es auf jeden Fall. Um jemanden abzuschrecken, wäre mir das Ganze zu leise und auch zu plechern. Klar, wo soll der Sound herkommen aus so einer kleinen Box? Zum Vergleich vielleicht noch die Auslösung des Alarms. Man hört ihn, man kann ihn wahrnehmen, zumindest dann, wenn man nicht in der Großstadt lebt. Ich lebe hier im ländlichen Bereich, ich kann das Teil noch hören, aber laut geht wirklich anders. Ich habe den Bewegungsalarm getestet, von vorne, von hinten, das Mikrofon und den Lautsprecher. Was dazu gehört, sind die Nachtaufnahmen, die mache ich heute Nacht. Und was für mich bei einer guten Kamera auf jeden Fall auch dazu gehört, ist die Auflösung. Was nützt mir die beste Kamera, wenn ich hinterher auf den Bildern nichts erkennen kann? Aus diesem Grund jetzt einfach mal ein paar Screenshots, ein paar Nahaufnahmen von meinem Schild. Mal sehen, wie gut man das Ganze tatsächlich auf der Kamera erkennen kann. Es ist später Abend und es wird Zeit für den Nachttest. Die Kamera habe ich aktiviert, die App ebenfalls. Die Infrarotbeleuchtung meiner anderen Kameras habe ich deaktiviert, um ein einigermaßen vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Die Alarmmeldung kam nun ein wenig später. Und auch die Übertragung kommt ein wenig später. Eine Lampe ist noch angegangen, aber ich denke, man kann das recht gut erkennen. Für mich war es spannend zu wissen, wie hell diese Lampe tatsächlich ist. 600 Lumen auf dem Papier werde ich nun aktivieren. Der Unterschied ist beträchtlich und die Lampe macht der Wegen ausreichend Licht und könnte durchaus auch als Ersatzscheinwerfer verwendet werden. Die Tests sind abgeschlossen und es wird Zeit für ein kurzes und knackiges Fazit. Die Kamera ist einfach zu installieren. Ja, 16 GB Speicher ist mehr als genug. Die 600 Lumen der Beleuchtung sind ein Traum. Und auch die einfache Ankopplung, die App-Funktion, da kann ich wirklich nicht meckern. Das passt alles sehr gut. Was mir nicht so gut gefallen hat an der Kamera, ist neben der Zwangsregistrierung in der App die Verzögerung, die sich teilweise bei der Übertragung des Live-Bildes ergeben hat. 5 bis 10 Sekunden musste ich zwischendurch erleben. Im Großen und Ganzen lief das Ganze wirklich mit einer Verzögerung von 1 bis maximal 2 Sekunden. Damit könnte ich noch leben, aber die Zeiten von 10 Sekunden trotz vollem WLAN waren für mich einfach nicht akzeptabel. Auch die Übersetzung, wenn es an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig lustig klingt, hat Einstellungen gehabt, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte, weil die Übersetzung in das Deutsche hinein vorn und hinten nicht schlüssig waren. Die Audiofunktionen sind für die Zwecke, die diese Kamera erfüllen sollen, völlig ausreichend. Allerdings etwas mehr Bums beim Mikrofon bzw. beim Lautsprecher in der Ausgabe und beim Mikrofon in der Aufnahme hätte ich mir gewünscht, um das Ganze zu perfektionieren. Aus dem Grunde gibt es hier einige Abzüge. Insgesamt handelt es sich bei der Nurio B311 um eine gute Kamera. Sie ist flexibel in der Anwendung, denn ich kann auf Kabel jeglicher Art verzichten und durch die lange Akkulaufzeit, verlängert durch das Solarpanel mit 3 Meter Kabel, kann ich das Ganze faktisch bis ins Unendliche nutzen.
Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und der Preis im Vergleich zu anderen Lösungen ist durchaus auch attraktiv. Wenn ihr diese Kamera attraktiv findet und eine davon haben wollt, dazu noch den Hub und das Solarpanel, dann ist jetzt der Moment des Gewinnspiels gekommen. Ihr habt sicherlich das Video aufmerksam verfolgt und euch mit den Leistungen der Kamera auseinandergesetzt. Um eine solche Kamera zu gewinnen, müsst ihr nichts weiter tun, als unter das Video mir ein Like zu geben, meinem Kanal zu folgen durch ein Abo und ihr schreibt mir bitte einen Kommentar, in dem ihr reinschreibt, wie viele Kameras ich bisher schon an meinem Haus installiert habe. Die Lösung versteckt sich irgendwo hier im Video. Das Kleingedruckte zum Gewinnspiel gibt es unten in der Videobeschreibung. Bitte denkt daran, wenn ich antworte auf den Kommentar innerhalb von 3 Tagen, antwortet ihr bitte, wenn ihr gewonnen habt, ansonsten kriegt der Nächste den Preis. An dieser Stelle hoffe ich, dass ich insgesamt die 8 Minuten Vorgabe nicht gerissen habe. Empfehle euch, die Kamera mal etwas genauer anzusehen, denn ihr bekommt noch einen Discountpreis vom Anbieter. Das hat man mir zugesagt. Alle Daten setze ich euch unter das Video in die Beschreibung. Klickt drauf, schaut nach, was euch das Modell kosten würde und gebt mir an der Stelle doch einfach mal ein Feedback. Was haltet ihr von diesen Modellen, von diesen kleinen Kameras mit diesem Beleuchtungsring herum? Seid ihr davon überzeugt? Seht ihr das Ganze anders? Freue ich mich, dass wir da uns untereinander einfach mal austauschen können und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.